Ja, das COPID-Programm, was wir relativ am Anfang der Pandemie schon entwickelt haben, steht dafür, dass man etwas coped. Also Coping bedeutet mit etwas umgehen, etwas bewältigen. Und wir haben es darauf gemünzt, dass wir die Pandemie miteinander bewältigen wollen. Das Akronym COPE an sich steht aber für Coping with Corona, psychosomatische Grundversorgung in Essen, das heißt psychosomatische Unterstützung für Essener Mitbürger und Bürgerinnen. Wir haben COPID entwickelt, einfach aus dem Grund daraus, dass wir am Anfang der Pandemie schon angefangen haben, die Menschen zu befragen, wie es ihnen eigentlich im Rahmen der Pandemie psychisch geht. Und uns ist aufgefallen, dass viele, viele Menschen berichten, dass sie sehr, sehr stark angespannt sind, dass es viele Ängste gibt und depressive Entwicklungen. Und um dem entgegenzuwirken, beziehungsweise belasteten Menschen ein Angebot machen zu können, haben wir gesagt, was passt in eine Pandemie, was passt vielleicht auch als Ergänzung zu telefonischen Kontakten oder Videokonferenzen, weswegen wir eben dieses online gestützte Tool entwickelt haben, das Trainingsprogramm, wo Menschen von zu Hause sich einfach einwählen können und achtsamkeitsbasierte, skillbasierte Interventionen für sich entdecken, lernen und dann im Alltag anwenden lernen können. Die Resonanz auf COPID ist sehr gut. Die Menschen, die das Programm angefangen und vollständig durchlaufen haben, sagen, dass sie es weiterempfehlen würden. Und auch, dass die Intervention kurz war, kurzweilig, dass sie gut anwendbar war und dass es in den Alltag gut integrierbar ist. Das war auch unser erstes Ziel. Deswegen ist es eine sehr kurze Intervention, nur 2 Wochen ungefähr umfassend mit 4 inhaltlichen Inputs, die dann auch relativ einfach und gut in den Alltag integriert werden können. Wir freuen uns insbesondere jetzt darüber, dass das COPID-Programm auch nochmal eine Weiterentwicklung erfährt und in der Post-COVID-Ambulanz der Universitätsmedizin Implementierung findet. Also, dass die Kollegen aus der Neurologie beschlossen haben, es den Post-COVID-Patienten anzubieten. Gerade wenn man überlegt, die Post-COVID-Symptomatik hat ja auch viel mit Erschöpfung und auch anderen im psychosozialen Bereich verhafteten Symptomen zu tun, in der Hoffnung, dass wir damit nochmal eine Erleichterung für Menschen nach Corona-Infektionen anbieten können. Und wir freuen uns über diese Zusammenarbeit.